Es sind Schnappschüsse von Kindern. Spielende Kinder, lachende Kinder, glückliche Kinder. Was man auf den Fotos nicht sieht, sie haben teilweise eine lange Leidensgeschichte hinter sich, haben es aber geschafft, sich von ihrer Krankheit oder Behinderung nicht unterkriegen zu lassen. Diese Erfolgsgeschichten müssen erzählt werden. Aus dem Grund unterstützt die Stadtbibliothek die Fotoaktion schon zum zweiten Mal. Wir haben direkt gesagt, sehr gerne, als wir nochmal gefragt worden sind. Es sind auch wirklich beeindruckende Fotos und vor allen Dingen erreichen wir hier die Menschen, um die es geht, sowohl die Eltern als auch die Kinder. Initiiert und organisiert wurde die Ausstellung mit dem Titel »Mit anderen Augen sehen« vom Bunten Kreis Duisburg. Der ehrenamtliche Verein unterstützt unter anderem Familien mit schwerstkranken und behinderten Kindern. Wenn so ein schwerkrankes Kind in eine Familie hineingeboren wird, dann sind erstmal alle schockiert, gesprächslos, ratlos, betroffen. Und wenn dann der Kontakt zu den Mitarbeitern des Bunten Kreises hergestellt ist, dann haben sie jemanden, der zuhört, der auch Fragen schon beantworten kann, der auch beraten kann in kleinen und in großen Lebensfragen. Die Fotoreihe soll Betrachtern zum einen vermitteln, dass es eine Anlaufstelle für betroffene Familien gibt, zum anderen zum Helfen ermuntern, in Form von Spenden oder ehrenamtlicher Arbeit. Natürlich entstehen bei so einer großen Arbeit, wie wir vom Bunten Kreis haben, auch viele Arbeiten. Zum Beispiel, dass unser Newsletter auf die Post gebracht werden muss. Manchmal brauchen wir auch Hilfe, wenn wir eine Veranstaltung haben, wo wir Tische rücken müssen. Und also es gibt ganz viel zu tun bei uns. Es muss nicht das Geld sein. Noch bis zum 25. Februar hängen die Fotos samt Geschichten im ersten Obergeschoss der Zentralbibliothek im Stadtfenster. An welchem Ort die Wanderausstellung als nächstes die Menschen berührt, weiß man bislang noch nicht.